Hallo zusammen. Wenn das Wetter bei euch auch so bescheiden ist, dann bleibt ihr heute mit mir drinnen. Pfannen zu schmeißen. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, gibt es heute Bacon-Schnitzel. Als erste Zutat brauchen wir erstmal Tomaten in Scheiben. Dann haben wir hier kleine Minutensteaks vom schwäbisch-hellischen Landschwein. Ich bin mir bewusst, dass Schnitzel ja normalerweise aus Kalbfleisch bestehen. Naja, aber es gibt ja auch Bacon mit in die Panade. Was soll's. Das schwäbisch-hellische Landschwein, ihr wisst es wahrscheinlich, ist mein Lieblingsschwein. Oder eins meiner Lieblingsschweinesorten. Und jetzt nehmen wir eine gusseiserne Pfanne oder ein Plattiereisen oder was ihr da so zur Verfügung habt und klapfen quasi dieses Fleisch platt. Damit man das Ganze besser handeln kann, habe ich es in zwei Frühstücksbeutel eingewickelt, hätte ich fast gesagt. Zwischen zwei Frühstücksbeutel gelegt. Und dann gib ihm. Das kommt jetzt dann auch auf den Millimeter nicht drauf an. Ihr macht das einfach so, dass es halbwegs dünn wird. So ist schon mal, glaube ich, ganz cool. Und dann brauchen wir als nächstes Bacon. Den Bacon habe ich im Vorfeld schon mal gegrillt. Und der kommt jetzt hier in meine Küchenmaschine. In dem Fall ist das so eine... Ja, so ein Teil, mit dem ich halt auch schon mal Gewürze mahlen. Eine kleine Kaffeemühle im Prinzip, eigentlich eine elektrische. Das ist ein sehr dankbarer Helfer bei vielen, vielen, vielen Tätigkeiten rund um den Grill. Jetzt machen wir granulierten Bacon. Also das kennt ihr vielleicht schon vom Bacon-Salz-Video. Da habe ich das auch schon mal so gemacht. Also Bacon gegrillt, getrocknet, abkühlen lassen und dann kann man ihn hier mahlen. Die Idee hierbei ist, dass wir das gleich mit unseren Brotkrümeln, hätte ich was gesagt, mit unserem Paniermehl vermischen. So, vom reinen Mengenverhältnis würde ich sagen, das sind ca. 5 bis 6 Scheiben Bacon gewesen. Davon haben wir 4 Scheiben granuliert. Und jetzt merkt ihr, das sind so gefühlte 4 Esslöffel auf 8 Esslöffel Paniermehl. Kommt aber auch hier, wie gesagt, auf den Esslöffel nicht drauf an. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt auch hier noch ein bisschen Barbecue-Rub mit hinzumischen. Gibt dem Ganzen noch einen weiteren Kick. Dann wälzen wir unser plattgeklopftes Minutensteak vom schwäbisch-hellischen Landschwein in etwas Mehl. Dann brauchen wir Eier. Wir nehmen 2 Eier. 1, 2. Einmal vermengen. Und dann das Stück Fleisch durch das Ei ziehen. Ihr habt ja wahrscheinlich alle schon mal paniert. Das ist keine Hexerei. Im nächsten Schritt dann das Ganze durch unsere Panade wälzen, von allen Seiten ordentlich. Man kann das auch zwei Runden lang machen, also danach, nach dem ersten Mal panieren, wieder zurück ins Ei und dann wieder zurück. Ich brauche aber gar nicht so viel Panade. Hauptsache, da sind ein paar Baconstückchen mit drin. Das ist mir hier gelungen und deshalb können wir das Ganze auch schon danach in die Pfanne hauen. Normalerweise, wenn das Wetter besser gewesen wäre, hätte ich das Video auch draußen gedreht. Naja, sei es drum. Ich hätte auch draußen eigentlich auch nur den Seitenbrenner angemacht vom Regal. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass wir das heute einmal in der Küche machen. Ich habe jetzt etwas Butterschmalz in einer gusseisernen Pfanne erhitzt. Und wir lassen jetzt unser Schnitzel eigentlich nur 2 bis maximal 3 Minuten von jeder Seite brutzeln. Die Schnitzel sind fertig, Wenn sie von außen goldgelb sind. Ist das nicht ein Traum? Ungefähr so müssen sie aussehen. Dann können wir sie auf ein Stück Küchenpapier legen, damit sie noch etwas abtropfen können. Und dann können wir auch gleich schon unser Schnitzelburger zusammenbauen. Wir nehmen ein Brötchen,
oder ein Bun, was auch immer ihr wollt. Ein Hamburger Bun geht natürlich auch wunderbar. Ich habe mich heute für einen Ciabatta entschieden von meinem örtlichen Lieblingsbäcker. Dazu kommt etwas Dirty Harry Currysoße, die kann ich sehr empfehlen. Wer keine Ahnung von Soßen hat, kann auch mal mein Top 5 Barbecue-Soßen Video angucken. Dort stelle ich die Dirty Harry Soße auch vor. Dann etwas Salat, unsere geschnittenen Tomaten. Und eine Scheibe Schnitzel. Noch etwas mehr Bacon, noch etwas mehr Soße. Und dann ist unser Schnitzel-Bacon-Brötchen, Bacon-Schnitzel-Brötchen, so heißt das Ding, fertig. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal ausprobiert. Sehr, sehr geile Idee. Wenn man das mal weiterspinnt, kann man mit dem Bacon, granulierten Bacon mit Paniermehl ja noch nahezu alles panieren und noch viele andere Sachen ausprobieren. Wie gesagt, noch Barbecue-Rub mit dazu mischen und. Vielleicht sogar ein paar frische Kräuter, Rosmarin, man weiß es nicht. Ihr habt schon viele coole Ideen, ich denke, ihr könnt damit was anfangen als Vorlage. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben hinterlasst, den Kanal abonniert, falls das noch nicht geschehen ist. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus, euer Markus.